just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Schedule am Vormittag in die ersten Scooties zu gehen, jeweils ins Amp und ins Akku-Scoot und dann am Nachmittag eigentlich nur Social-Sachen zu machen, da der vorerste Plan war, dass man am Nachmittag nicht in V-Scooties gehen darf, bedeutet eigentlich am Vormittag alles so gut wie möglich bestehen und dann gucken, was man am Nachmittag verbessern kann. Und dann gab es ja vom Event her die Planänderung, dass am Nachmittag dann trotzdem Rescooties durchgeführt werden durften. Wie lief es denn nach der Mittagspause weiter? Ja, da lag es dann nicht an irgendwelchen technischen Sachen, sondern das Wetter ist dazwischen gekommen. Es ist ein ziemlich starker Sturm aufgezogen, der über die Campsite sowie über die Eventsite gefegt ist und der dafür gesorgt hat, dass wir aus sicherheitstechnischen Gründen alles abbrechen mussten. Wir sind als Team glücklicherweise unversehrt geblieben. Leider kann man das nicht über alle Leute oder alle Teilnehmer sagen. In Summe waren 9 Leute im Krankenhaus und auch etliche Teamzelte sowie private Zelte wurden zerstört. Aber für uns, wir haben es glücklicherweise alles gut überstanden. Hat zwar auch ein bisschen Teamarbeit gefordert, dass wir die Zelte retten konnten, aber ja, glücklicherweise alles gut gegangen.